Einen schönen guten Abend und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video zu meinem Projekt OMSI Fahrerarbeitsplatz. Ja, dazu muss ich sagen, dass ja ein Wechsel der Fahrerarbeitsplätze ansteht, wie ich ja bereits in einem Video kundgetan habe. Und heute möchte ich euch meinen neuen Fahrerarbeitsplatz, mein neues Projekt vorstellen. Und wie ihr hier schon seht, handelt es sich nicht mehr um einen MANÜL, sondern um einen viel, viel älteren, mittlerweile schon als Oldtimer eingestuften MANSL200 aus einem Bestand der Berliner Verkehrsgesellschaft, BVG, genauer gesagt des Traditionsbus Berlin Vereins. Und dieser Bus stammt aus den 1970er Jahren. Ja. Dazu ist mal vorweg zu sagen, dass der Bus wirklich bzw. das Armaturenbrett der Fahrerarbeitsplatz original nach dem Vorbild erbaut wird, das heute immer noch in Berlin im, ja, nicht alltäglichen, aber im Museumseinsatz mit dem Berlin-Traditionsbus verkehrt. Und ich werde eben das Armaturenbrett dementsprechend aufarbeiten, dass es sich wirklich sehen lassen kann. Erst einmal vorweg möchte ich euch hier mit diesen Folgen, ich bin ja jetzt hier gerade bei Folge 1, einen kleinen Einblick in mein Projekt geben, auf jeden Fall einen größeren Einblick, als das bei meinem ersten Projekt der Fall war. Und ich möchte euch hier wirklich umfassend und auch ziemlich interessant, zumindest werde ich das versuchen, informieren über den aktuellen Stand des Projektes und euch ein paar Tricks und Kniffe zeigen, wie ein Fahrerarbeitsplatz gar nicht so schwer zu errichten ist. Ja, heute möchte ich damit beginnen und ich möchte heute mich erst einmal der Projektvorstellung und den grundlegenden Arbeiten, die ich an dem Armaturenbrett bis jetzt vorgenommen habe, widmen. Dazu gehört auf jeden Fall als erster großer Punkt mal die Aufarbeitung, denn das Armaturenbrett war, als es zu mir kam, in einem wirklich miserablen Zustand, wie man hier schon sehen kann. Ich habe das Armaturenbrett wie auch mein letztes bei dem Omnibus-Ersatzteilhandel Homburg und Sohn, den ich ja bereits vielfach verlinkt und genannt habe, gekauft. Und wie gesagt, es kam genau in diesem Zustand bei mir an. Die Überraschung, dass dieses Brett in diesem Zustand war dann nicht allzu groß in dem Moment, denn ich habe mich ja bereits davor umfassend darüber informiert, was da auf mich wartet. Und ja, dementsprechend verdreckt war dann die ganze Sache. Wie ihr hier schon sehen könnt, eine wirklich zentimeterdicke Dreckschicht gefühlt und teilweise auch einfach Fehlteile und Teile mit einer Beschriftung, die nicht mehr zu erkennen war. Und ja, insgesamt ein recht miserabler Zustand, der aber dann von mir schnellstmöglich beseitigt wurde. Ich muss mal dazu sagen, dass die Aufnahmen jetzt, diese Aufnahme, die ihr gerade hier seht, ist jetzt genau 2 Tage alt. Das heißt, ich habe das Projekt ja begonnen, kann man sagen, vor 2 Tagen. Und da, wie gesagt, kam das Armaturenbrett an und seitdem bin ich da schwer am Arbeiten. Und ja, dann gehen wir mal eins weiter. So, hier sehen wir jetzt mal eine Nahaufnahme und man sieht auch hier recht schön, dass wirklich überall eine ziemlich dicke Dreckschicht drauf lag und die Teile eben ganz wild zusammen und durcheinander gewürfelt waren. Ich möchte das alte Projekt hinter mir lassen und dieses neue Projekt jetzt starten, aus dem einfachen Grund, da ich ein sehr großer Oldtimer-Fan bin. Als solcher habe ich mir gedacht, hole ich mir ein richtiges Oldtimer-Armaturenbrett, einen richtigen Oldtimer-Fahrarbeitsplatz möchte ich mir bauen. Der MANÜL war mir persönlich zu modern und war für mich eher ein Projekt, um mich in die Materie mal einzuarbeiten und mal so ein bisschen zu testen, was denn eigentlich möglich ist. Und jetzt möchte ich mit diesem neuen Projekt wirklich meinen Wunsch erfüllen nach einem Oldtimer in OMSI und möchte, wie gesagt, hier den MANSL in mein Zimmer bauen, wenn man das so sagen kann. So, dann gehen wir mal auch wieder einen Schritt weiter. Hier haben wir nochmal eine Nahaufnahme. Hier steckt gerade ganz verwahrlost der Warnblinkschalter drin und hier sieht man es wirklich am besten, wie dreckig und verrostet die ganzen Elemente eigentlich sind bzw. waren.
Gerade rechts sieht man in der Aussparung noch mal richtig schön die Kabelreste, die natürlich da auch drin rum geschlackert sind, die ich dann aber auch hier sieht man sie noch mal auf dem Bild alle beseitigt habe, alle abgezogen habe, denn ich werde ja die bestehende Elektrik von meinem vorherigen Armaturenbrett vom UL genauso auch auf das neue anwenden und da eben einfach nur die Stecker von dem UL-Brett auf die Stecker der Schalter des SL-Bretts stecken. Und dazu brauche ich diese ganzen Stecker, die da jetzt zu sehen sind, nicht mehr und deswegen habe ich die einfach rigoros alle entfernt. Ja, von unten sieht das Armaturenbrett ja relativ, sagen wir mal, ja, moderat noch aus, in einem moderaten Zustand. Aber wie gesagt, oben ist dann schon ein richtig erbärmlicher Zustand festzustellen. So, dann haben wir hier noch ein ganz nettes Foto. Da habe ich erstmal alle Schalter natürlich entfernt aus dem Armaturenbrettträger, alle Blindkappen, alle Schrauben und alle Kontrollleuchten. Und dann habe ich mich erstmal daran gemacht, erstmal die ganzen Schalter zu säubern. Und es war eine richtige Prozedur, denn man muss ja da wirklich gründlich vorgehen und kein Stäubchen Dreck quasi zurücklassen, denn man möchte ja am Ende auch ein richtig schönes Endergebnis sehen. Und ja, dafür habe ich eben die Schalter ganz aufwendig sauber gemacht und auch die Kabelreste, die man ja hier jetzt noch liegen sieht, entfernt. So, dann gehen wir mal weiter. Hier sehen wir nochmal ein Foto von diesen ganzen Resten, die dann auf diesem Armaturenbrett noch drauf waren, als ich die ganzen Schalter und Elemente rausgenommen habe. Man sieht hier im Vordergrund noch die für den SL typische Leiste mit den ganzen Beschriftungen der Schalter drin. Das ist charakteristisch für diesen Bus und auch die war wirklich in einem wirklich sehr erbärmlichen Zustand, genauso wie ja alles andere, was man hier sieht. So, jetzt sind wir nämlich hier bei einem Foto, Vorher-Nachher-Vergleich. Ihr seht da, das sind jetzt ein paar Knöpfe und Taster, die ich und Schalter, die ich abgeschraubt habe. Und ihr seht da jetzt im linken unteren Bildrand zwei Schalter liegen. Der rechte ist von mir nach dieser Bearbeitung quasi fotografiert, nach dieser Bearbeitung hier vorgestellt und der linke, wie gesagt, zeigt den Zustand vor der Bearbeitung, vor der Aufarbeitung und man sieht da schon einen recht deutlichen Unterschied zwischen den beiden Zuständen. Gerade die Schriften, die ja auch am Anfang, wie ihr ja schon wahrscheinlich gesehen habt, die komplett abgegriffen waren, habe ich hier aufwendig wieder erstellt bzw. sichtbar gemacht. Und dazu möchte ich euch noch kurz einen Tipp an die Hand geben, denn es ist einfach überhaupt nicht schwierig, wie ihr die Beschriftung auf euren eventuell abgegriffenen Schaltern wiederherstellen könnt. Dazu braucht ihr nämlich einfach nur eine Wachsmalkreide in Weiß. Ihr geht also hin, nehmt den Schalter und müsst erstmal natürlich sicherstellen, das ist die Grundvoraussetzung für alles, dass der Schalter eine Beschriftung verfügt, die eingraviert ist. Denn wenn die Beschriftung aufgedruckt war oder aufgedruckt ist, dann kann man die Methode, die ich euch jetzt vorstellen möchte, nicht anwenden. Klar, die Beschriftung, die Ziffern und Zahlen müssen eingraviert sein. Das heißt, eine Vertiefung im Schalter darstellen. Das war bei mir der Fall. Da bei diesen alten Bussen eigentlich nur mit Gravierungen gearbeitet wurde, kam mir natürlich zugute. Also habe ich mir einfach die Wachsmalkreide genommen. Davor habe ich natürlich die Vertiefungen der Wörter einfach nochmal gereinigt mit ja, einem Lappen und ein bisschen Spülmittel auch und habe sie somit dann auch fettfrei gemacht, einen kleinen Zahnstocher noch, um wirklich grobe Dreckreste raus zu entfernen und dann, als das geschehen ist, habe ich einfach die Wachsmalkreide genommen und ordentlich die Fugen quasi aufgefüllt, indem ich einfach richtig kräftig drüber gemalt habe über diese Vertiefungen und richtig kräftig, ruhig traut euch, sodass die Wachsmalkreide oder Substanz einfach richtig sich in diese Fugen reinlegt und dann, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die ganz einfach in mehreren Arbeitsgängen abwischen, die Wachsmalkreide, mit einem trockenen Tuch bitte, kein nasses Tuch verwenden, einfach mit einem trockenen Tuch ein paar Mal drüber wischen, solange bis nichts mehr zu sehen ist und sich die Farbe wirklich in die Vertiefungen reingelegt hat.
Und wenn das geschehen ist, könnt ihr einmal final noch mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder Taschentuch einmal drüber fahren, sodass wirklich alle Reste der Wachsmalkreide da, wo sie nicht hingehören, sprich auf der restlichen Fläche des Schalters, entfernt werden können. Und dann seht ihr das Endergebnis. Ich habe natürlich den Schalter links unten im Bild zu sehen, auch noch im Nachhinein restauriert. Ich wollte euch nur mal den Vergleich zeigen, denn da hat sich ja schon einiges getan, wie man sieht. Und ja, das Endergebnis kann sich mehr als sehen lassen, würde ich sagen. Die Schalter sehen aus wie fabrikneu und das Ganze wertet das Armaturenbrett natürlich ungemein auf. Hier sehen wir jetzt ein ebenfalls von mir aufgearbeitetes Teil, nämlich eine Kontrolllampe dieser alten SLs und SDs. Ich habe ja die in den vorigen Bildern auch schon gezeigt, die ganzen Kontrolllampen. Und da gab es auch keinen Mangel bei mir. Ich habe dann wirklich die ganzen Lampen und Einfassungen schon liegen gehabt, hier liegen gehabt. Das heißt, ich habe mir ging da nichts ab, ich habe da kein Fehlteil dabei gehabt. Aber ich hatte ein Problem, ich hatte nämlich nur rote und eine grüne Kontrolllampe. Die grüne seht ihr hier, die ist für den Blinker und die roten sind für alle möglichen anderen Lampen und Funktionen. Ja, ich hatte aber leider, oder was heißt leider, ich hatte halt nun mal ein Fernlicht auf meinem Armaturenbrettträger, wie es nun mal so der Fall ist. Und natürlich wollte ich das nicht in Rot machen, sondern eben so, wie es eigentlich gehört, in standesgemäßem Blau. Ja, das war eigentlich schon relativ kompliziert, aber im Endeffekt lohnt sich das Ergebnis wirklich. Und da möchte ich euch auch nochmal ganz kurz erklären, wie ich das gemacht habe. Und zwar, ihr nehmt euch bzw. schneidet aus irgendeinem Kunststoffrest, den ihr gerade so bei euch findet. Er muss natürlich durchsichtig sein, das ist klar. Ihr schneidet also aus irgendeiner Kunststoffplatte, die nicht allzu dick sein sollte. Es sollte eher eine festere Folie sein. Beziehungsweise, ja, also die Stärke sollte so 1 bis 2 mm betragen, höchstens. Und da schneidet ihr euch einfach ein kleines rechteckiges Stück aus und dann nehmt ihr euch, sofern vorhanden, eine Kontrolllampeneinfassung beziehungsweise eine Kontrolllampenblende, also so ein rotes oder grünes Teil in meinem Fall, und zeichnet den Umriss quasi an, die runde Fläche eben auf eurem Kunststoffteil an und schneidet die einfach mal aus, dass ihr so ein rundes Teil habt, was eben genau in die Einfassung reinpasst, habe ich auch gemacht. Und dann nehmt ihr einen Heißluftföhn und föhnt und beziehungsweise erwärmt, und wenn es dann erwärmt ist, biegt dann euer Kunststoffteil ein bisschen in Form, sodass es so eine leichte, ja, Rundung hat oben zur Mitte hin, wie auch die anderen Einsätze bei den anderen Kontrolllampen. Und dann könnt ihr nämlich dieses Teil ganz bequem mit einem Fixogumm, habe ich jetzt in meinem Fall gewählt, denn ich möchte ja eventuell das Ding nochmal irgendwann rausnehmen können. Dann klebt ihr das einfach eure Kontrolllampe bzw. euer Kontrolllampeneinsatz in die Einfassung rein. Und wichtig ist natürlich davor, dass ihr euch nochmal Gedanken macht, welche Farbe soll das denn haben. Ich habe jetzt in meinem Fall blau genommen, das heißt, ich mal, bevor ich das Ding einsetze, das Kunststoffteil einfach nochmal in blau an. Das habe ich jetzt in meinem Fall mit einem Permanentmarker gemacht, und zwar von beiden Seiten. So, und da sind wir auch schon beim finalen Aussehen des Armaturenbretts. Nach 2 Tagen sieht mein Armaturenbrett jetzt so aus. Ich sage kurz was dazu. Und zwar fangen wir mal von links an. Ich habe jetzt ich habe natürlich alle Elemente im Ganzen aufwendig gesäubert. Das ist ja logisch. Und dann habe ich links zu sehen eine Kühlwasseranzeige eingesetzt aus meinem MRNÜL-Fahrerarbeitsplatz. Die passt auch in den SL, die habe ich da eingesetzt und die anderen zwei nochmal fixiert mit den Stellschrauben. Den Warnblinkschalter habe ich auch wieder in seine Position versetzt, natürlich auch gesäubert und dann eingeklebt, sodass er auch wirklich gut hält. Des Weiteren dann oben, ich habe, wie gesagt, ihr habt es ja vorher schon gesehen, ich habe am Anfang wirklich alle Elemente des Armaturenbrettträgers abgenommen. Ich habe die Kontrolllampen und die Einfassungen abgenommen. Ich habe auch diese runde Beschriftung oben abgenommen und alle möglichen anderen Beschriftungen, sodass wirklich nichts mehr auf dem Träger war. Habe den wirklich ordentlich gereinigt. Und
musste Gott sei Dank feststellen, dass dieser Träger keine größeren nennenswerten Risse oder Beschädigungen aufweist. Das heißt, ich konnte ihn direkt so weiterverwenden und musste ihn nicht neu lackieren. Das wollte ich auch ehrlich gesagt vermeiden, denn wenn man den Träger in ganz normalem handelsüblichem Schwarz lackiert, hat er nicht mehr seine Grundfarbe, denn die Träger waren nie ganz schwarz. Sie hatten immer so eine kleine Abweichung, so wie jetzt in diesem Fall. Also sie waren nie ganz schwarz und deswegen wollte ich den Träger auch so belassen. Des Weiteren hat dieser Träger, weil der Bus schon so alt ist, keine solche Marmorierung wie der Träger des UL, sondern eine ganz glatte Oberfläche. Und diese glatte Oberfläche führt natürlich dazu, dass wenn ich jetzt zum Beispiel drüber lackieren würde, würde sich die Farbe auch ein bisschen ja schlecht mit dem Untergrund verbinden. Das heißt, sie würde eventuell abperlen oder irgendwelche ungewollten Verläufe bilden. Und deswegen habe ich mich dann letztendlich dazu entschlossen, den Originallack draufzulassen, der ja auch wirklich noch in einem optimalen Zustand ist, und habe mich dann eben einfach wieder daran gemacht, nach dem Säubern die ganzen Schalter und Elemente einzusetzen. Und ihr seht es ja, die Kontrolllampen sind alle auch ganz sauber. Die Schalter mit der Beschriftung, die ich neu gemacht habe, wie ich ja vorher schon gezeigt habe, sind jetzt auch eingesetzt. Und auch die ganz normalen Kippschalter, die habe ich allerdings noch nicht festgeklebt. Die werde ich noch festkleben, damit sie auch wirklich sehr gut halten. Und dann habe ich noch die zwei Türtaster aus meinem MAN-UL eingesetzt und davor auch nochmal ordentlich gesäubert, sodass sie wirklich in neuem Glanz erstrahlen. Die Beschriftungen oben über den Kippschaltern, die habe ich erstmal komplett rausgenommen, auch gesäubert, genauso wie die Leiste. Dann habe ich einen Schriftzug nochmal nachgearbeitet mit dieser Kreide und dann die ganzen Plättchen entsprechend dem Omsibus, den ich anstrebe zu imitieren, wieder eingesetzt in dieser Reihenfolge eben und dann noch eventuelle Kratzer und irgendwelche Abplatzer an dieser Leiste und diesen Einsätzen noch mit einem schwarzen Permanentmarker etwas nachgearbeitet. Das sieht wirklich sehr gut aus, denn man sieht im Endeffekt gar nichts mehr davon. Und am Ende dann noch alle Elemente, alle Beschriftungen eingeklebt, auch mit Fixogumm, denn wenn irgendwas sein sollte, wenn ich nochmal irgendwo hin muss und etwas rausnehmen muss, kann ich einfach die Elemente wieder ganz leicht entfernen. Ja, das war jetzt der aktuelle Stand. Soweit bin ich im Moment. Ich erwarte morgen eine Lieferung des Armaturenbrettrahmens. Ich werde nämlich dieses Mal mein Projekt mit einem richtigen Rahmen bauen, denn anders ist es einfach, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und außerdem wird noch die Handbremse für diese Busse typisch auf dem Armaturenbrett gelagert ankommen. Ja, dann werde ich mal schauen, was sich da so ergibt, werde dann auch nochmal viele Bilder machen, viel testen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt OMSI Fahrerarbeitsplatz MAN SL 200. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.